Der Standort Dahlem ist einer von 5 Standorten der 15 staatlichen Museen zu Berlin. Mit dem Ethnologischen Museum, dem Museum für Asiatische Kunst und eben unserem Haus, dem Museum Europäischer Kulturen. Das Museum beschäftigt sich mit Alltagswelten und Kulturkontakten, kulturellen Begegnungen in Europa vom 18. Jahrhundert bis heute. Wenn der Besucher nach Dahlem kommt, findet er einen Ehrenhof vor. Und zwar führt dieser zum Bruno-Paul-Bau. Das ist das historische Gebäude des Museums Europäischer Kulturen. Es gibt einen Dauerausstellungsraum, dort wird die Sammlung präsentiert, und einen Sonderausstellungsraum, wo wechselnde Ausstellungen zu sehen sind. Die Dauerausstellung Kulturkontakte leben in Europa zeigt einen Querschnitt aus den vielfältigen Sammlungen des Museums Europäischer Kulturen. Sie ist thematisch geordnet zum Thema kulturelle Begegnungen, kulturelle Identitäten. Zu diesen Unterthemen zeigen wir verschiedene Sammlungsbereiche wie Textilien, Keramik, Perlen, Reisefotografie, Esskultur, Religion. Die Dauerausstellung beginnt mit einer originalen Gondel aus Venedig. Sie stammt von 1910 und sie steht sinnbildlich für alle Themen, die in dieser Ausstellung angesprochen werden. Kulturkontakte durch Handel, Kulturkontakte durch Reisen, durch Migration. Ein weiteres Highlight ist der sogenannte Ramadan-Kalender, der dem Adventskalender nachempfunden wurde. An diesen beiden Objekten sieht man wunderbar, was kulturelle Begegnungen bewirken können. Dann kommen wir wieder zu einem größeren Objekt. Und das ist der mechanische Weihnachtsberg aus dem Erzgebirge. Er steht am Ende der Ausstellung und zwar ist er auch symbolisch gedacht. Es ist eine Präsentation, die die Folgen von Kulturkontakten zwischen dem katholischen Böhmen, zwischen dem protestantischen Sachsen und der Bergarbeiterwelt des Erzgebirges zeigt. Bei uns wird der Besucher einerseits dort abgeholt, wo er steht, denn in der Ausstellung wird er mit der eigenen Kultur konfrontiert. Gleichzeitig lernt er andere Kulturen, andere Themen kennen.